Hallo Minecraft-Freunde. Oft wurde ich gefragt, ob ich zu den Pistensystemen, die ich da baue, auch mal ein Tutorial machen könnte. Naja, ich bin nicht so unbedingt der Erklärbär, aber ich will euch eins meiner Systeme mal zeigen, wie das gebaut wird. Da setzen wir erstmal hier so sechs Pisten. Dann, Moment, müssen da dran. An die unteren nach oben gerichtet. Nochmal drei Pisten und dann brauchen wir hier ein bisschen Abstand. So, Moment, da kommen dann wieder drei Stück nach oben gerichtet. Dann hier hinter, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Erklärbär. Ich versuche das so gut wie möglich. Na, so, jetzt. Die müssen so dahinter, dann brauchen wir da drüber, so dass wir am Ende dann ein solches Gebilde haben. Hier setzen wir dann noch ein paar Blöcke drauf. Dann hier hinter brauchen wir noch ein wenig. So, dann setzen wir hier Repeater drauf. Die stellen wir alle auf voll. Nur, was mache ich denn? So. Ja, und das Problem ist, die meisten Systeme, die ich so baue, die tüftel ich immer in dem Moment aus, wo ich es baue. Das heißt, das hier ist für mich völliges Neuland, das so zu erklären. Aber ich gebe mein Bestes. So, das hätten wir dann soweit. Dann brauchen wir hier drunter. Dann machen wir 1, 2. Lass mal einen Platz. Ja, so, dass wir dann diese Fläche dazwischen haben. Dann bauen wir hier drunter nochmal so eine Fläche. Den da hinten brauchen wir nicht. Na, falschen Weg gehauen. So, und hier drunter setzen wir alles mit Fackeln. Nö, das muss eins höher. Ich bin ja auch blöde. So, das wäre die richtige Höhe. Das heißt, das hier unten ist Quatsch. Das muss eins höher. So. So muss das aussehen. Genau. Jetzt haben wir es richtig. So, dann müssen wir diese beiden Systeme mit dem da unten verbinden. Und wir müssen das Ganze noch inverten. Also invertieren, dass das Signal umgekehrt wird. So, jetzt erstmal nach unten. So, dann legen wir hier mal schon mal ein bisschen was aus und dann wichtig ist, dass wir hier einen Platz Abstand lassen, weil hier kommen noch so Repeater hin. Und wenn wir dann hier die Spur direkt dranlegen, will ich euch mal zeigen. So, wir wollen ja das Signal deaktivieren und es soll ja hinterher wieder aktiviert werden. Nur dadurch, dass wir hier den Block durch, also den Strom durch diesen Block weiterleiten, kriegt diese Leitung hier auch wieder Strom. Das wollen wir vermeiden, deshalb müssen wir da eins weiter nach außen gehen. So, dann geht's hier weiter. So. Genau. Dann müssen wir hier auch wieder Repeater. Die lassen wir übrigens auf 1. Also quasi so wie sie sind. Leitung ist 0 Delay. Repeater ist ein Delay. Geht ab 1 Delay bis 4 Delay. Gut, dann legen wir noch Leitung rum. So, machen wir das mal so, dann sieht es schöner aus. Moment. So. Ja. Gut, das Ganze müssen wir dann hier noch inverten. Das machen wir auf diese Weise. Dann haben wir das inverted. Alles ist deaktiviert. So, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Leitung nach oben. Und wenn ich jetzt hier den Hebel drücke. Moment. Ja,
Dann fahren diese Pisten aus. Hier unten bekommen sie Strom und diese Pisten fahren dann auch aus. Jetzt müssen wir. Ich glaube, ich muss hier oben noch irgendwie einen Delay dazu machen. Das machen wir auch. Zack. Das ändern wir so. Dann machen wir hier noch einen Delay dazu, weil ich habe nicht bedacht, dass hier unten durch die Fackel kommt ja auch noch mal ein Delay dazu. Also jetzt müsste das Ganze funktionieren. Jawohl. Ihr seht, das fährt vollständig aus und fährt auch wieder ein. So, und hier haben wir, hätten wir dann zum Beispiel jetzt unsere Oberfläche. Ja. So. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, da geht der Boden dann zu. Jetzt müssen wir das andere nur noch genauso mit anbinden. Dazu gehen wir nach unten, greifen hier das Signal ab. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich einen Repeat dazwischen setzen. So, dann machen wir das so. Und da das ja inverted ist, müssen wir das auch wieder in inverten, also invertieren. Ich möchte jetzt nicht hier so einen langen Weg drumherum legen, um die beiden Systeme zu verbinden. Das mache ich direkt von hier. Also invertiere ich es nochmal. Hier werde ich wohl keinen zusätzlichen Repeater brauchen. Ja, gut, es müsste eigentlich jetzt schon soweit funktionieren. Das heißt, hier ist unser Fußboden. So, ihr seht, das schließt sich vollständig und öffnet auch wieder. So, jetzt wollen wir aber hier noch Treppen nach unten haben. Ja, dass wir wieder runtergehen können. Bei einem Zweiblock breiten System wie diesem, da ist das etwas schwierig mit den Treppen, dass man wirklich auch Treppen bis oben hin hat. Da habe ich mir etwas Neues ausgedacht. Machen wir erstmal hier runter die Treppen. Nee, wir machen erstmal die Pisten. Ja, wir brauchen ja erstmal die Pisten. So, da brauchen wir hier oben Pisten, zwei Stück. Da setzen wir Treppen dran. Dann brauchen wir eins tiefer, brauchen wir auch nochmal. Ich mache das nochmal kurz weg. Brauchen wir auch nochmal Treppen. Aber wir brauchen es hier nochmal eins weiter hinten auch noch. Und dann erst davor. Das Ganze soll ja dann zweimal ausfahren. Das heißt, dass die Treppe dann ungefähr hier sitzt. Ja, eins, zwei, nein, hier sitzt die dann. Und hier geht ja dann unsere Standardtreppe los. Ja, die oben wird ungefähr hier hinkommen und die da unten wird hier hinkommen. Gut, das wäre dann soweit. Machen wir den Fußboden wieder hin, weil sonst funktioniert das System wieder nicht. Gehen wir nach hinten. Nun müssen wir das Ganze ja auch ansteuern. Und zwar machen wir das folgendermaßen. So, dazu brauchen wir hier einen Repeater, hier einen, hier einen, hier machen wir einen mehr. Sage ich euch auch gleich warum. So, hier das Ganze dann auch. So, hier einen mehr. So, dann muss zuerst dieser ausfahren, dann dieser, dann muss dieser wieder einfahren. Also ja, genau. Also dieser muss dann zuerst halt. Ich habe einen zu hoch gebaut, das muss eins tiefer. Ich wundere mich schon gerade, wo mein Piston hin ist. Das da oben, das steuern wir gleich anders an. Das können wir ganz normal ansteuern. Das geht erstmal um das hier unten. So, ja, ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Wie gesagt, ich
tüfte das immer erst noch so ein bisschen wieder aus. Ich merke mir die Systeme nie richtig. So, dann, genau. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. So, haben wir das, das, das. So, und zu dieser Schaltung will ich euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier zwei Pisten habe und habe hier einen Block davor. So, dann muss ich einmal hier, einmal hier. Ja, den lasse ich erst später zünden. Ja, das wäre dann dieser hier. Ja, so, da dieser aber zuerst an den Pisten ranreicht, bekommt der auch als erstes das Signal. Ja, so, aber hinterher beim Einfahren muss natürlich der zuerst wieder einfahren. Und deshalb bekommt der nur eine Delay. Nun wollen wir aber, dass hier das Ganze nochmal diesen Pisten ansteuert. Ja, da geben wir hier noch ein bisschen dazu. Da stellen wir hier auf 4, hier auf 3. Das müsste reichen. Verbinden das Ganze. So, nun ist es so beim Ausfahren. Ja, wie gehabt, dieser und dieser Repeater. Nun ist beim Einfahren, dadurch, dass der Pisten zurückgezogen wird und dieses hier länger an ist, bekommt dieser Pisten zum Schluss nochmal ein Signal und zieht den Rest mit ein. Ja? Das heißt, das hier machen wir auf 4, das auf 3. Auf dieser Seite machen wir das auch. Auf 4, das auf 3. So, den wieder auf voll. Dann das Ganze hier verbinden. Moment, 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 Moment. Was mache ich denn? Den nicht. Den müssen wir auch voll machen. Gut, das wäre dann das. Jetzt müssen wir das Ganze hier noch verbinden. Ja. So. Können wir das so machen. Zack, 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 zack. Zack, zack, obwohl beim Pisten der Pisten reicht Signale nicht direkt weiter. Das heißt, hier könnten wir theoretisch auch so machen. Ja, weil der Repeater steuert nur den Pisten an. Der gibt das nicht weiter an den Block, in dem Fall an den Pisten, weil Pisten geben Strom nicht ab. Warum auch immer, die brauchen den Strom selber. So, jetzt haben wir das. Ja, hier ist die Treppe ausgefahren, hier unten. Und jetzt wollen wir sie wieder einziehen. Ja, die Treppe ist vollständig zurückgefahren. Nun brauchen wir das hier oben ja auch nochmal. Da greifen wir ganz einfach hier das Signal ab. Legen das nach oben. So, wenn ich jetzt den Hebel drücke, dann fährt die Treppe hier unten vollständig aus und wir können hier komplett runtergehen. Nun wollen wir aber nicht, dass die Treppe gesehen wird. Ja, das stört uns ja. Das soll ja nicht zu sehen sein. Und das, Moment, machen wir erstmal wieder Tag. So, jetzt legen wir hier drüber eine Wand. Ja? Aber wir brauchen dahinter ja auch noch Pisten. So. Ja, so, dann machen wir das mal so. Legen wir hier unsere Pisten. Ich habe jetzt die Mauer dahinter gemacht, weil das so dann einfacher ist mit den Pisten, die da direkt so dran zu legen, wie man sie haben will. Das heißt, nee, ich habe hier Mist gebaut. Das muss noch einen zurück. Noch einen zurück. Das heißt, hier von dieser Treppe aus eins, zwei Blöcke zurück. Das heißt, da muss die Pistenreihe anfangen. Wie gesagt, ich tüftel immer wieder erst, bevor ich da das endgültige Ergebnis habe. Daher bitte ich um Rücksicht. Ein Tutorial in dieser Größenordnung für ein Redstone-System habe ich noch nicht gemacht vorher. Gut, dann machen wir noch eine Reihe drauf. Ja. Und dann auch wieder. So. Jetzt kommen wir hier hinten. Da machen wir dann wieder
die übliche Steuerung. Repeater, 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 Repeater. Dann hier. So. Und hier brauchen wir keine Repeater machen, weil wenn der Block auf der gleichen Höhe ist wie der Piston und wir legen da auf den Block Redstone, dann nimmt der Piston sich das Signal. So, nun machen wir wieder den üblichen Trick. Wir geben das hier ab. So, dieser Repeater kann den Strom immer noch durch diesen Block hier durchziehen. Das heißt, wir verlieren dadurch nichts. Ja? So, wenn ich das jetzt ansteuere, ja, dann wäre jetzt quasi hier die Treppe. Ich will mal. Moment, habe ich die Treppe ausgefahren? Nein. Gut. Ja, das wäre dann eine geschlossene Wand. So, und wir wollen, dass sich das zurückfährt und dem Moment soll das dann ausfahren. Ja? So. So, jetzt müssen wir erst einmal die Treppen mit dem hier verbinden. Ja? So, das machen wir. Erst einmal, Moment, das machen wir so. Ja. So. Dann machen wir hier eine Fackel hin. Und hier eine Fackel hin. Das heißt, Moment, wir ziehen nochmal die Blöcke zurück. So, dann hier. Ja. Das heißt, wenn die Treppen Strom kriegen, müsste das eigentlich. Nee, ich habe Mist gebaut. So, so rum muss das sein. So, die Treppen sind eingefahren und die Wand muss draußen sein. So, und wenn ich jetzt auf die Treppen Strom kriege, muss die Wand zurückfahren. Genau. Das ist das, was wir haben wollen. Ja, die Wand fährt aus, die Treppen fahren zurück. Und danach muss dann hier unten das alles angesteuert werden. Das machen wir dann auf dieser Seite hier. So, da ich ein kleines technisches Problem mit dem Aufnahmeprogramm hatte, musste ich das kurz unterbrechen, aber hier geht es jetzt weiter. Und zwar, jetzt waren wir ja schon so weit, dass wir jetzt die Systeme alle hatten. Jetzt mussten die ja nur noch untereinander interagieren sozusagen. Dazu greifen wir dann hier das Signal auf. Und ich hatte vorhin schon mal ein bisschen getestet gehabt, damit da auch nichts schief geht. Genau, da wollen wir hin. So. Dann hier. So, jetzt aktivieren wir schon mal dieses System. Das heißt, nein, völlig falsch, völlig falsch. Wir wollen ja die Fackel auch ansteuern können. So, jetzt haben wir die Treppe sozusagen aktiv durch diese Fackel, weil die ja das Signal nach oben durchgibt. So, dann wollen wir ja, dass die Treppe später ausfährt als das System, weil sonst kommt sich das gegenseitig ins Gehege, aber zuerst wieder einfährt, wenn das andere System ausfahren soll. Dazu steuern wir dann, Moment, 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 wir setzen das Ganze ein wenig zurück, so, sonst kann das nicht direkt angesteuert werden. So, ja, dass wir diese Fackel dann ansteuern, damit diese Fackel dann ausgeht. Das heißt, hier brauchen wir nur einen. Hier machen wir, ja, ich würde sagen, vorsichtshalber drei Repeater. Die stellen wir auf voll. Den lassen wir auf 1. So, und dann setzen wir hier einen. Den setzen wir auf voll. Ja, der reagiert dann später als dieser. Aber früher als das hier, ja? So, dann
müsste das theoretisch schon funktionieren. Jetzt testen wir das mal. Nö, irgendwas ist da noch falsch. Ah, klar. Das fehlt noch. Genau, wir müssen das Ganze ja auch verbinden. Ja? So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Trick, weil wir wollen ja, deshalb haben wir ja die Wand hier gebaut, ja? Damit man dann hinterher keine Treppe sieht, da kann man ja dann hier die Wand noch erweitern. Wir verstecken dann das System noch ein wenig. Ja. So. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine komplette Wand. Was der da drauf macht, weiß ich nicht. Der ist nicht beabsichtigt. So, jetzt wollen wir aber nicht extra in den Keller gehen, um das hier zu schalten. Nein, machen wir nicht. Wir, ja, ich würde sagen, wir können eigentlich hier abgreifen. Beziehungsweise, was heißt abgreifen? Wir setzen hier jetzt oder eins tiefer, ja. So, genau. So setzen wir dies, ja. Dann können wir nämlich hier einen Hebel hinsetzen. Hier kommt Redstone drauf. Ja, wenn wir jetzt den Hebel aktivieren, dann geht die Fackel aus. Das wollen wir erreichen. Und dann zwei Block unter der Fackel setzen wir dann dieses. Dann in diese Richtung. Wäre nicht so klug, weil sonst kommen wir mit dem System ins Gehege. Das heißt, wir machen das vorsichtshalber mal in diese Richtung. Dann ist das weg vom System. Wieder zwei Block drunter. Machen hier. Und dann hier. Nein. Besser hier. So, den Hebel, den können wir da unten wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, so. Dann können wir hier das System quasi anbinden. So, jetzt haben wir, ja, jetzt habe ich Mist gebaut. Genau. Die Wand, die muss eins weiter nach vorne. Ja, das machen wir schnell. Weil das ist ja nicht das, was wir haben wollten. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Wäre in diesem Fall meine Wenigkeit. Ja. Wir müssen jetzt die Blöcke da hinten nicht extra wegmachen. Das können wir uns sparen. So, dann machen wir das hier. Zack. So, und dann sollte das Ganze schon funktionieren. Nur, wenn man nicht runterfällt. Genau. So, das ist jetzt aufgegangen. Ja, hier haben wir eine geschlossene Wand, einen geschlossenen Fußboden. Und so können wir dann hier runter. Das kann man dann auch noch ein bisschen verstecken. So. Ne, das ist irgendwie. Das haben die blöd gemacht. Dieses Aufblinken der Blöcke, wenn man sie nicht setzen kann, weil man nur einen Tick zu weit weg ist. Ja. So, gut. Müsste schon reichen, denke ich mal. Können Sie auch bis unten hinsetzen. So, wahrscheinlich denken jetzt einige, ist der denn bald fertig mit dem Video? Nein! Ich tue euch die volle Länge an. Ich bin brutal. So, zack, zack. Wenn, dann machen wir es richtig hier. So, dann wollen wir das hier ja auch nicht zu sehen haben. Da machen wir da auch noch was vor. Da ist schon was vor. Ja, so, dann können wir uns hier unten unseren Raum gestalten. Nach rechts und links, wie wir es haben wollen. Jo, wenn wir dann unten fertig sind, gehen wir wieder raus. Das heißt hier, das können wir vielleicht auch noch ändern. Da nehmen wir mal das hier. Zack. Das sieht dann ein bisschen besser aus.
beim Runtergehen. Gut. Und wir schließen das Ganze wieder. Okay, ich hoffe, es war hilfreich, informativ und ja, letztendlich ist es hoffentlich nicht zu schwer zum Nachbauen. Ja, okay, ich sag da mal und tschüss.